Die Rheinsiedle in Mittelfahrt am zweiten Tag unserer Tour. Keine Wolke, rein blauer Himmel und Uwe in kurzer Hose. Genau. Die berühmte Brücke bei Mittelfahrt. Es ist ja nicht so, dass hier keine Fische zu fangen sind. Nein, nein, nein. Da haben wir schon so ein kleines Exemplar. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir noch einen. Mini! Man nennt ihn auch Knurrhahn. Und damit zurück ins Studio. Bei Kaiserwetter, südlicher kleiner Belt. Ich kann es hier ganz gut erkennen. Ausgang Mittelfahrt. Da sitzt ein Genießer. Strahlende Sonne. Wind 2 bis 3 vielleicht maximal. Und 4,5 Knoten über Grund. Momentan nicht benutzt. So im Bild der junge Dorsch an jungen Kartoffeln. Und das war ja noch nicht alles. Nein. Da haben wir den Knurrhahn und hier haben wir noch das Prachtexemplar von Dorsch des Tages, das Roland gefangen hat. In Butter geschwemmt. Das passiert gerade in der Sektion. Fast abgeschlossen und damit zurück ins Studio. Ja, ja, so machen sie denn auch ein bisschen Streit. Ja, machen sie nicht, wenn wir mit uns erwischen. Ja. Die größten Wellen im Urlaub waren die von der Fähre. Ja! Hoi! Thank you.
die Enge im Hafen veranlasst uns dann dazu, etwas unkonventionell festzumachen. Hinter einem kleinen Motorboot in diesem wunderbaren Hafen von Lesö. So, und diesen Tag, den Dienstag, den 8. oder 9.7. nutzen wir für Reparatur. Ruder ist backgeschlagen, Armbrotessen ist im Sack und es ist im Übrigen ein wunderschönes Wetter und damit erstmal zurück ins Studio. Ja, 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 so kann es gehen, diesen jungen Makrelen. Da sind sie. Und kaum vor einer halben Stunde, noch lebendig, schon in der Pfanne. Ist das lecker! So, dann lassen wir uns mal überraschen. So, und wir sind hier im Kattegat. Weit und breit kein Wind. Deswegen juckelt der Moppel. Und ich lasse es mir jetzt erstmal schmecken. Hinter uns die Einfahrt vom Skag. Hier liegt es sich kuschelig im Achterpäckchen. Oi, oi, oi. Ja, wir sind jetzt vor Skagen und nehmen mit 300 Grad Kurs auf die norwegische Küste. Ein beschaulicher Tag steht uns bevor. Bei leichten Winden um 5 Knoten. Hinter uns liegt Dänemark. Vor uns den Sonnenuntergang entgegen die norwegische Küste.
unser erster früher Nachmittag in Norwegen. Etwa 7 Meilen südlich von Arendal, direkt am Felsen festgemacht. Geht, wie man sieht. Hohe Berge, bestimmt 10 Meter hoch. Nachbarn haben wir auch. Ja. So, zur Feier des Tages stoßen wir mal an. Prost. Und nicht nur so, sondern weil du eben unterwegs warst mit dem kleinen Gummiboot und hast einen wunderbaren Fang gemacht. Ein Exponat allerdings ist uns unbekannt. Hübsch. Mal gucken, wie er schmeckt. Scharfe Zähne. Ja, ein Räuber. Wir hoffen, es ist ein Rotbarsch, aber wir sind uns noch nicht sicher. Ich bin nicht.